Dann als nächstes zu den ganzen Zahlen. Da gibt es eben diese 4 Byte, ja nur mit 8 Bit, ein Short, bis 16 Bit war es, Int 32 Bit und Long 64 Bit. Also die sind alle gleichwertig, aber halt größerer Zahlenbereich. Genau, also Int, nochmal waren ja die 2 Milliarden, ja, je nach Anwendung kann das eben zu groß oder zu klein sein. Zu groß nicht, zu groß kann es nie sein, bloß wenn der Speicherplatz halt nicht ausreichen würde, kann es dann zu groß sein. Also 2 Milliarden, zum Beispiel die Staatsverschuldung, sage ich da immer als Beispiel, passt nicht in den Datentyp Int rein, da müssen Sie einen größeren Datentyp wählen. Ne? Genau, so kann man sich das ungefähr merken, 2 Milliarden. Operatoren, genau, da gibt es eben auf diesen ganzen Zahlen, gibt es Plus, Minus, Mal, Geteilt und dieser Modulo-Operator, vielleicht schreibe ich da nochmal dazu, die anderen sind eigentlich klar, das ist der Modulo-Operator. Und Vergleichsoperatoren wie in der Mathematik, also Vergleichsoperatoren, was war die nochmal, das war ja das Doppelte ist gleich, wenn man auf Gleichheit prüfen will, ungleich, ja, und dann die ganzen kleiner, größer, kleiner, gleich und so weiter und größer, gleich. Ne? Das waren diese hier, die Vergleichsoperatoren sind eigentlich wie in der Mathematik, allerdings muss man da aufpassen, wenn man zwei Zahlen durcheinander teilt, zwei ganze Zahlen, dann wird das Ergebnis einfach nach dem Komma abgeschnitten. Ja? Also das ist genauso wie in C. 1 geteilt durch 2, das ist ja eigentlich ja, ein halb. Ne? Ein halb ist 0,5. Wenn Sie das aber im Typ Integer oder in irgendeinem dieser Typen berechnen, dann kommt da 0 raus. Ja? Also Typ Int geteilt durch Typ Int ist gleich 0. Warum das? Also das wird einfach nach dem Komma abgeschnitten, schreibe ich mal dazu. Nach. Dem Komma abgeschnitten. Ja, also 1 geteilt durch 2 ist ja eigentlich 0,5, ne? Aber 0,5 ist ja nicht vom Typ Int, das wäre ja dann eine Gleitkommazahl. Deswegen schneidet man das einfach hier ab und dann kommt eben 0 raus. Genauso 17 geteilt durch 5, ja da kommt irgendwas raus, also 3 mal 5 ist ja 15, also 3, irgendwas kommt da raus. Aber wie gesagt, nach dem Komma wird abgeschnitten, da kommt dann 3 raus. Ja? Genau, das ist auch dann ein gängiger Anfängerfehler. Man will eigentlich 0,5 haben, berechnet 1 geteilt durch 2 und wundert sich, warum dann immer 0 rauskommt. Wenn man mit da was multipliziert, ja genau, das liegt eben da dran. Dann Über- und Unterlauf aus dem Wertebereich eines Typs. Ja, wenn man eben wenn die Zahlen zu groß werden, dann kommt man eben in den negativen Bereich rein, ja? Weil dann wird eben dieses höchstwertige Bit gesetzt. Und dann wird es als negative Zahl interpretiert. Also wenn man im Datentyp Int zum Beispiel ist, das geht ja ungefähr bis 2 Milliarden und dann addieren wir mal 2 Milliarden. Und da kann man in Java jetzt auch diese Unterstriche machen, damit man die Zahl besser lesen kann. Also so Unterstriche, da kann man dann sozusagen immer nach drei Zahlen, so wie man es kennt, diesen Unterstrich machen. Das ist jetzt die Zahl 2 Milliarden als ganze Zahl. Plus 2 Milliarden wäre eigentlich 4 Milliarden. Ja, das ist aber ein Überlauf. Wir kommen aus dem Wertebereich raus. Wir haben ja bloß die 32 Bit zur Verfügung. Und dann wird halt da, was da auch immer rauskommt, werden da die Bits gesetzt. Und das ist aber jetzt die negative Zahl. Also da muss man eben aufpassen, wenn Sie da addieren, große Zahlen addieren, dass Sie da nicht rauskommen aus Ihrem Datentyp. Genauso nach unten hin. Das wäre ja jetzt die kleinste, also die negativste Zahl, die minus 2 Milliarden und irgendwas. Wenn Sie dann noch eine weiter runter gehen, dann kommen Sie genau in die größte Zahl rein. Ja? Ja. Werden diese Unterstriche einfach verlesen? Nee, also die Unterstriche, vom Programm werden Sie einfach überlesen. Das heißt, man genau. Kann man auch überall setzen. Ja, Sie könnten das in jeder ganzen Zahl setzen. Ja, genau. Also vielleicht machen wir mal ein Beispiel, dass Sie das mal sehen. Also ich habe da einfach mal Playground, das tun wir einfach mal wieder rausschmeißen. Genau, was hat man? Vielleicht zuallererst mal das da oben mit ein halb, ne, dass Sie das mal sehen. Syso. Wir wollen was berechnen? Ein halb.
Ja, vielleicht machen wir das mal. Die Variable int a soll eben sein 1,5. Dann könnte man meinen, das ist jetzt 0,5, aber nein. Wenn man das auf die Konsole ausgibt, da kommt dann eben wirklich 0 raus, ne? Nicht 0,5. Ja, das war das hier. Oder auch die 17 Fünftel waren es, oder? Da kommt dann eben 3 raus, ne? Sie sehen 3 und nicht eben die 3, irgendwas. Genau, das war das Erste. Und noch das Andere mit diesen großen Zahlen, die Integer 2, machen wir mal, ja, B nennen wir es einfach mal, und das soll sein 2 Milliarden. Dann können Sie es entweder so tippen, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ne? Aber das kann man eben dann auch schlecht erkennen als Mensch, deswegen fügt man diese Trenner hier ein, das ist es gleichbedeutend. Ich glaube, ich könnten sie an beliebiger Stelle sogar einsetzen, aber das macht natürlich jetzt keinen Sinn. Und dann gehen wir es mal auf die Konsole aus. B. Genau, das kompiliert. Sind die 2 Milliarden, also 2000 Millionen Milliarden. Ja, genau. Sie können es an beliebiger Stelle einsetzen, aber macht natürlich nur Sinn, wenn man es so benutzt, dass man es halt gut lesen kann. Ne? Genau. Und jetzt eben, ich wollte hier B plus B berechnen. Und B plus B, das wäre 2 Milliarden plus 2 Milliarden, ist dann diese Zahl hier, ne? Minus auf einmal. Gibt natürlich mathematisch keinen Sinn, das ist halt dieser Überlauf. Genau. Das war dann das hier. Und, ja genau, jetzt machen wir noch die negative Zahl. Wie kommt man denn an die negative Zahl ran, an die minus 2 Milliarden und irgendwas? Die kann man sich natürlich nicht auswendig merken. Da gibt es vordefinierte Variablen. Und da kommt man rauf, wenn man im Integer-Typ ist, dann nimmt man die Klasse Integer her und da gibt es ein Min-Value, eine konstante Min-Value und dann kann man sich die einfach mal auf die Konsole ausgeben. Das ist eben diese Zahl hier. Ne? 2.147.483.648. Genau, in C, glaube ich, gab es da die Header-Datei Limits, falls Sie sich noch erinnern. Genau, das ist bloß am Rande. Da gibt es die Klasse jetzt hier, Integer, Konstante, Min-Value. Und wenn Sie da drüber gehen, da steht ja wieder, a constant holding the minimum value an int can have. Und das ist minus 2 hoch 31. Man hat 32 Bits. Die Hälfte ist positiv, die Hälfte ist negativ. Deswegen bloß bis 2 hoch 31. Und dann, genau, die negativste Zahl ist minus 2 hoch 31. Die größte Zahl ist plus 2 hoch 31 minus 1. Ne? Ab der 0 beginnt, deswegen die minus 1 am Ende. Gut, so war das nochmal. Und wenn man hier aber noch 1 abzieht, das ist ja gerade der Witz, dann kommt man auf die positivste Zahl. Ne? Ja, das ist eben der Unterlauf. Also auf die größte Zahl kommen wir da. Ja, gut. Haben Sie das auch gesehen? Hier nochmal in den Folien. Also aufpassen über Unterlauf und bei ganzzahligen Operatoren geteilt durch, da muss man eben aufpassen. Über Unterlauf kriegt man auch bei Malen natürlich, dann noch schneller wie bei Plus. Genau, also Achtung, das Ergebnis von arithmetischen Operationen mit Operanden vom Type Byte und Short ist jetzt nicht vom Type Byte, sondern vom Typ Int. Ja, das ist auch noch so eine Besonderheit. Das heißt, wenn Sie hier mal ein Byte haben, Byte, das nenne ich jetzt mal, das haben wir schon, C haben wir noch frei, können wir das auf 8 setzen und dann noch, bleiben wir mal bei Byte, D gleich 3 und jetzt machen Sie C plus D, ja, und dann könnte man meinen, das ist vom Typ Byte. Ist es aber nicht. Hier kommt ein Fehler. Genau. Type mismatch cannot convert from int to byte. Ja, weil das, was hier nämlich rauskommt, ist jetzt ein int. Ja, genau. Da muss man auch aufpassen. Aber gut, byte und short, so oft verwendet man das nicht. Also man benutzt eigentlich meistens int oder long. Ja. Genau. Byte ist aber schön, wenn man sozusagen Speicherplatz optimiert programmieren will. Da hat man wirklich bloß 8 Bit. Ja, genau, das war das hier. Ja, diese kleine Besonderheit.
Beim Short ist das Allergleiche. Wenn Sie Short plus Short machen oder Short mal Short, dann kommt ein Int raus. Ja, einfach der Grund, weil man da ganz schnell aus dem Speicher, also aus dem Bereich rauskommt. Deswegen ist das Ergebnis dann schon ein Int. Gut.